Aber ich habe das mit den Sekten noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber wenn ihr da gerade vielleicht mal so eine kleine Erklärung dazu habt, könntet ihr mir das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr nice. Welche Rolle in der Stadt willst du einnehmen? Beziehungsweise willst du eine spezifische Rolle einnehmen? Ja, eigentlich finde ich das cool mit dieser Rollenspielsache. Und deswegen könnt ihr mir da auch vielleicht gerne mal Vorschläge reinschreiben, wer ich denn sein soll. Oh Gott, Alter. Fuck. Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Leben. Ja, wir stehen hier jetzt an unserem Grundstück und ja, hier steht ja immer noch unser Schild. Hier von Freakser, Gutzeppi, Let's Play. Und ja, heute habe ich mir mal gedacht, laufen wir vielleicht nochmal einmal durch die Stadt, weil ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gekommen, und erkunden einfach mal die kleine Stadt hier. Und ich habe euch jetzt auch auf Twitter mal gefragt, was ihr für Fragen vielleicht an mich habt. Da werde ich jetzt auch gleich mal so ein paar dran nehmen. Und ja, was ist denn das hier? Wem gehört denn das Haus hier? Wolkenspielers Bruchbude. Ah, sieht ja noch nicht ganz aus wie so eine Bruchbude. Warte mal, hier kommt irgendwer angesprintet. Oh, hier ist ein Creeper. Hi. Boah, das war aber auch schon wieder eine knappe Kiste, ne? Und ja, wir sprinten jetzt hier mit unserer Fackel in der Hand mal in die Stadt. Hier haben wir ja schon gesehen, hier baut der Kev irgend so einen Jahrmarkt. Und ja, hier ist noch ein Skelett, das killen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen im Moment ja alle Rohstoffe. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich habe nicht mehr so ganz mein Inventar von vorher. Da habe ich was vergessen, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar, ja, bin ich vorhin leider gestorben und habe leider meine Sachen nicht wiedergefunden. Das ist leider ein bisschen blöd gewesen. Aber ist auch nicht so wild. Ich habe nämlich vom lieben Quotenkaddel... Oh Gott, yo, upsala, vom lieben Quotenkaddel noch ein bisschen was geschenkt gekriegt. Das ist hier in der Kiste. Hab noch ein paar Karotten geholt und ja, dafür auch ein dickes Dankeschön an ihn. Ich habe hier auch von noch jemand anders was geschenkt gekriegt. Mir fällt aber gerade nicht mehr so genau ein, von wem. Deswegen da auch ein Dankeschön. So, und deswegen gehen wir jetzt mal einfach hier durch die Stadt. Im wunderschönen Sonnenschein hier. So, okay, was ist das da vorne denn? Ich weiß es nicht. So, weil ich habe nämlich auch gerade eben schon gesehen, dass jemand gefragt hat, ich muss mal gucken, und zwar die Elena hat gefragt, welches Haus findest du am schönsten in Minecraft-Leben? Und die Sache ist, ich kann es ja noch gar nicht so ganz beurteilen, weil wir haben ja noch nicht so einen richtigen Stadtrundgang hier gemacht. Wen sein Haus ist das denn? Augenkrebs made by Sandorn. Augenkrebs? Naja, also ich finde... Jetzt mal, echt, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das könnte ich, glaube ich, nicht so. Wir müssen mal gucken. Oh, da kommt jemand angeritten. Der goldene Reiter kommt hier. Hey, na? Hallo. So, und auf jeden Fall, ja, so, dann laufen wir direkt mal hier ihm hinterher und laufen hier mal direkt weiter. So, hier, ich glaube, da müsste jetzt gleich irgendwo der Concrafter bauen. Hier ist, glaube ich, das Grundstück von Concrafter oder die Höhle. Oder hier hat Concrafter gebaut. Klopf, klopf. Ah, guck mal, hier kann man so rein. Oh, was ist hier denn los? Hier ist ja eine kleine Party. Okay, hier baut anscheinend der Concrafter. Und wenn wir mal hier weitergehen... Oh, hier kriege ich Schnelligkeit und Regeneration. Das ist natürlich nice. Was ist das denn hier? Ist das eine Kirche? Hier, ich habe noch gar keinen Plan. Das haben wir jetzt auch gerade eben... Upsala. Oh. Bin noch ein bisschen verplant hier im ganzen Projekt, muss man einfach mal sagen. Deswegen muss ich mir das hier nochmal alles anschauen, natürlich. Ich habe schon von den Sekten und dem Krieg und sowas gehört, aber ich bin mir da auch noch nicht ganz so sicher. Baustart 7.1. Ende, keine Ahnung. Hier entsteht eine Amino-Kirche. Fleißige Bauhelfer gesucht. Item spenden hier. Zuständig Interacy, To-Do. Dach, Reliefs innen und außen. Altar, Fenster, Seitenschiff, Bänke und zweiter Rang. Das hier ist ja auch schon mal so eine riesen Kirche, Alter. Das ist ja ein Mega-Bauwerk. WTF, wieso können die alle so geil bauen? Das ist ja mega krass. Alter, das könnte ich jetzt nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. So ein heftiges Baugrundstück hier. Ich kann zwar einigermaßen bauen, ne, aber... Das ist natürlich krass. So, hier haben wir jetzt... Den haben wir jetzt hier übersprungen.
die liebe Person, die hier wohnt. Wer haust denn hier? Was steht da? Das heilige Buch. Okay, wer haust denn hier? Steht gar nicht dran. Hier hat niemand sein Schild aufgestellt. Doch, da? Nee, doch nicht. Hier wohnt einfach niemand. Oder ist das hier vielleicht Paluten? Und ist das Palutenschwein? Glaubt ihr, hier wohnt Paluten. Hier wohnt bestimmt Paluten. Ups. Bin ich gerade voll da in diese, in dieses buggende Dingsamster da reingesprungen. So, hier hinten wohnt Sturmwaffel. Hier waren wir ja schon. Wem seins ist das hier? Interaces Verzauberungstisch. Ah, hier kann man verzaubern. Okay, sehr nice. Gesucht Schlamuten. Bei Sichtung bei G-Melden. Wahrscheinlich bei Gomme. Post. Post von. Okay. So. Dann laufen wir jetzt einfach mal weiter. Wir könnten ja eigentlich mal ein bisschen systematisch anfangen. Und zwar laufen wir vielleicht nochmal zum schwarzen Brett. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das hier ist. War das hier? Ich bin hier ja noch nicht so ortskundig, muss man einfach mal sagen. Hat einen Erfolg erzielt. Übermächtig. Was ist denn übermächtig? Erfolg. Stellt einen Notch-Apfel her. Okay, hier steht auf jeden Fall willkommen beim neuen Spawn. Westen, links, Hafen. Der alte Spawn, viele Gebäude. Osten, rechts, viel Platz, wenig Gebäude, nicht viel. Okay. Hier also quasi ist ja rechts. Okay, was ist da? Schilderkiste. Das echte schwarze Brett. Ripley, Good, Surfer, I approve this. PewDiePie, no fake. Wanted. Nachfahren des Kirstley. Es finden Ausgrabungen von den Schätzen von Kirstley statt. Es wird sich etwas verändern. Vorschlag, Stadtlaternen, damit die Fackeln nicht so rumstehen. Gibt's hier nicht schon Stadtlaternen? Oder so? Keine Ahnung. Hier wohnt Seiermann. Okay, hier ist auch ein Briefkasten. Was ist das hier? Dieses Zeichen. Ich hab's auch schon gesehen. Das ist auch eine Sekte oder sowas. Hier auf dem Lebensserver. Das ist alles ganz spannend hier. Aber ich habe das mit den Sekten noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber wenn ihr da gerade vielleicht mal so eine kleine Erklärung dazu habt, könntet ihr mir das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr nice. Weil das wäre sehr cool. Auf jeden Fall auch was auch sehr nice wäre. Es haben ja auch Leute geschrieben, was hältst du vom Spielleiter? Ich habe den Spielleiter, also ich weiß nicht, wer der Spielleiter ist. Ich glaube, das ist auch unbekannt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber was macht denn der Spielleiter hier in diesem Spiel? Ich bin mir da der Sache noch nicht so sicher. Und es haben mich auch schon Leute gefragt, was für eine Rolle ich annehmen möchte. Da hatte ich hier auch, der Niklas hat gefragt, wie stehst du zum Spielleiter in MC Leben? Was denkst du, wer er sie ist? Also ich denke ja, Saftbot ist es. Ich weiß es nicht, wer es ist. Ich weiß es nicht. Ich habe hier aber auf Leben auch noch nichts Komisches mitgekriegt. Ich bin ja auch erst seit gestern hier am Leben in dieser Stadt und ich weiß nicht, was hier passiert, was hier vor sich geht, aber vielleicht finden wir ja einiges noch raus hier in den nächsten Folgen. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt langsam mal ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ich wollte in dieser Folge noch einiges schaffen. Deswegen gehen wir jetzt mal einfach, wir haben ja ein paar Items dabei, gehen wir jetzt einfach mal rüber in die Farmwelt, weil ich möchte nämlich ein bisschen Dingsabends da abbauen. Ein paar Erze. Und dafür wollte ich natürlich auch eure Fragen benutzen. Da fragt zum Beispiel der Mo Sizzle, bist du froh in Leben zu sein? Ja, ich habe mich echt gefreut, als, da hat nämlich auch jemand gefragt, wer mich denn in Leben geholt hat. Und zwar war das der Gomme. Der hat mir vorgestern Abend für euch geschrieben, dass ich in dem drin bin und da habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Also danke an Gomme, weil ich finde das Projekt echt nice. Oh Gott. So, okay, hier ist jetzt zum Glück gerade noch Tag, Alter. Okay. So, und deswegen sprinten wir jetzt erstmal hier weg. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal da hinten hin. Wir brauchen auf jeden Fall, da eigentlich müssen wir hin. Hallo, nicht Nilo. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwo da hinten hin. Würde ich mal behaupten. Ey! Nicht mich schubsen! Sind ich nicht nett?
So, okay, erstmal was essen. Alter, das ist hier auch mega viel Essen, was wir hier mal essen. Ey, das ist voll, wir sind hier voll verfressen in Minecraft-Leben. Aber jetzt müssen wir erstmal ein paar Bäume uns holen, weil ich möchte jetzt gerne anfangen mit einem kleinen Haus. Mit einem kleinen Hausbau. Und was ich euch auch noch fragen wollte, wollt ihr eigentlich Minecraft-Leben täglich sehen? Oder lieber alle 2 Tage? Oder soll ich alles quasi zeigen so ein bisschen? Oder soll ich auch was offline bauen? Das könnt ihr jetzt auch gerne mal alles in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren gerade. Weil danach richte ich mich dann ein bisschen. So, zack. Okay, nice. Boah, voll eine Dusche hier gerade. So, und dann machen wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen... Jetzt habe ich gerade 2 Crafting Table. Nein, habe ich nicht. Okay, dann machen wir uns jetzt hier erstmal eine Axt. Ja, eine Axt brauchen wir auf jeden Fall. So, zack. Ups. So. Okay, und dann bauen wir jetzt hier erstmal ein paar Bäume ab. Mit unserer Axt. Aber eigentlich müssten wir erstmal wieder Steine farmen. So, auf jeden Fall muss ich da mal einmal ganz kurz auf dem 2. Bildschirm gucken, was wir denn hier für Themen haben. Ja, genau, frag nochmal den Niklas, hast du vor, dich in Minecraft umzubenennen? Nee, eigentlich nicht, weil ich heiße ja in Minecraft genauso, wie ich in Minecraft heißen möchte, nämlich FreaksLP. Genauso wie der YouTube-Kanal auch heißt hier. Und deswegen möchte ich mich eigentlich gar nicht umbenennen, weil ich meine, das bringt's ja jetzt irgendwie nicht. Also, ist jetzt ja einfach so, das bringt's ja nicht, wenn ich mich jetzt umbenenne. Weil das Problem ist ja, dass dann vielleicht jemand den Account halt wegklaut. Und ich meine, weißt du nicht, also... Keine Ahnung, ich möchte gerne FreaksLP heißen. Upsala. Weiterhin. Und deswegen werde ich mich eigentlich nicht in Minecraft umbenennen. Dann fragt der Max, wie hättest du als Mädchen geheißt? Geheißen? Ich glaube, geheißen ist richtig, weiß es nicht so genau gerade. Wie ich als Mädchen geheißen hätte. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mich da eigentlich auch gar nicht, noch nicht so richtig mit beschäftigt. So mit solch Sachen. So, was wollte ich denn jetzt als nächstes? So, erstmal eine Fackel hier hinsetzen. Ich finde auch diese Sonnenflecken hier bei dem Shader. Übrigens, da haben auch Leute gefragt, wie der Shader heißt. Das hier ist der CUDA Shader V5, mit dem ich hier zocke bei Minecraft Leben. Den finde ich echt schick. Den finde ich echt schnieke. Und ja, dann fragt die Marie noch, hattest du mal eine Freundin? Ja, natürlich hatte ich schon mal eine Freundin. Also... Keine Ahnung, okay, natürlich ist das nicht, aber ja, ich hatte schon mal eine Freundin. Aber im Moment bin ich Single und finde es auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Problem ist halt, oder die Sache ist halt, meine Freundin müsste ja da ein bisschen damit klarkommen, dass ich hier YouTube mache und sowas und vielleicht manchmal nicht so ganz so viel Zeit für sie hätte oder so. Und deswegen, weiß ich nicht, finde ich das eigentlich ganz, ganz nice, so gesehen, dass ich jetzt hier nicht unbedingt, eine Freundin hab, sondern Single bin. Okay, wir müssen mal die Fackel mitnehmen. Alter, das ist ja gar nichts mehr, ey. Wird ja mega dunkel hier. Sonst müssen wir gleich mal einmal den Shader rausnehmen. Ups, das war Fail. So. Bis ich hier ein bisschen Kohle gefunden habe, weil die Rohstoffe hier sind ja auch so krass selten, leider Gottes. Wir haben ja in der letzten Folge zwar schon ein bisschen gefarmt, aber ich habe ja leider meine Items verloren. So, dann fragt der Max nochmal, Twitch oder Hitbox? Ich bin ja persönlich mehr für Twitch. Also, ich finde, Twitch ist einfach besser. Ich weiß nicht, ich finde, Hitbox ist ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Ist nicht so mein Favorite, muss man einfach mal sagen. Deswegen, ich bin da mehr für Twitch. So, was ist das denn hier eigentlich für Steine? Ich weiß das irgendwie noch gar nicht, weil es gibt ja hier, Granit ist das, okay? Es gibt ja hier in der 1.8 so viele neue Steine irgendwie, ne? Da blickt man selber gar nicht so ganz so durch. So, okay. Ja, was ich noch... So, erstmal können wir jetzt nochmal eben kurz ganz schnell nach ein paar Fragen gucken. So, und zwar... Magst du lieber Hunde, Katzen oder Schlangen? Fragt der Pascal. Hunde, Katzen oder Schlangen? Das ist auch eine verrückte Auswahl. So, wir müssen mal die Fackel mitnehmen, Alter. Hier ist ja ernsthaft einfach überhaupt gar nichts. So. Und zwar, was ich lieber mag... Also, ich bin... Kann man schon was sagen, großer Katzenfan. Also ich mag sehr, sehr gern Katzen. Und deswegen, ja, ist es eigentlich ganz nice. Ja, ich mag sehr, sehr gerne Katzen. So, okay. Wir sind hier zwar noch nicht so weit gekommen, ne, aber wir haben schon mal ein paar Holzbalken hier gekriegt. Und ja, wir wollen dann hier auch recht bald mal unser schönes Haus aufbauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und deswegen, schreibt mir auf jeden Fall... gerne in die Kommentare, wie schon gerade eben einmal ganz kurz gesagt, was ich für
ob ich das offline bauen soll oder quasi hier mit euch zusammen. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, weil ich würde auch Minecraft-Leben täglich bringen und vielleicht dann auch nochmal andere Videos dazu mischen. Also, dass vielleicht täglich sogar zwei Videos kommen. Das ist jetzt ja nicht unbedingt ein großer Mehraufwand. Im Moment, jetzt die letzten Tage sind ja leider Gottes immer nur sehr wenig Videos gekommen, weil ich es halt einfach nicht geschafft habe. Und Minecraft-Leben kann man halt auch ein bisschen dann vorproduzieren. Das ist jetzt ja nicht unbedingt so die Sache. Und ich möchte das hier auch recht gern auch mal mit ein paar anderen Leuten aufnehmen. Ich wollte eigentlich noch den Herr Bertmann zum Beispiel fragen, ob der vielleicht Lust hat, eine Runde zu spielen oder so. Oh Gott, hier regnet's. Oh Gott. Hallo. Da ist er an mir vorbeigesprintet. So, und dann laufen wir jetzt einfach mal einmal ganz schnell nochmal zurück zu unserem Haus. Ich kann mir den Weg auch fast gar nicht merken. Ich laufe hier immer irgendwie, habe ich so das Gefühl, immer falsch. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch genannt. Nee, bin ich nicht. Ich denke immer, ich laufe hier falsch. Was ist das denn hier eigentlich für eine Kiste? Swag-Kiste. Okay, hier läuft immer der Swag, oder was? Ja, und ich würde sagen... Oh Gott, Alter. Fuck. Oh. What the fuck? WTF? Nein. Wir sind hier im Hafen gefangen. Okay, wir müssen hier wieder raus. Okay, wir müssen hier raus irgendwie. So, sehr gut. Wir können hier durch den Bachlauf irgendwie wieder... bisschen Schutz binden. Okay, wir sind wieder raus da. What the fuck, Alter. Der Creeper ist voll eskaliert. So, und ja... Ich würde sagen, wenn euch diese Folge hier von Minecraft Leben gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und ja, wenn ihr vielleicht auch sogar Vorschläge für einen Beruf oder sowas habt, was ich hier machen könnte, da hatte auch jemand was geschrieben. Und zwar der, können wir mal einmal ganz kurz nochmal gucken. Hier, genau. Der relativ langweilig. Welche Rolle in der Stadt willst du einnehmen? Beziehungsweise willst du eine spezifische Rolle einnehmen? Ja, eigentlich finde ich das cool mit dieser Rollenspielsache. Und deswegen könnt ihr mir da auch vielleicht gerne mal Vorschläge reinschreiben, wer ich denn sein soll. Ob ihr da vielleicht ein paar Vorschläge habt. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hier vielleicht schon morgen wieder bei einer neuen Folge von Minecraft Leben. Macht's gut, haut rein. Tschüss!